Wir treffen nun einen Japaner in Paris. Allerdings nicht irgendeinen, sondern den Meister am Kugelschreiber. Shohei Otomo ist 37, kommt aus Tokio und zeichnet ein Bild von Japan, das mit den Klischees vom Land des Lächelns herzlich wenig zu tun hat. Betrunkene Männer, zornige Yakuza und tätowierte junge Leute mit einer entfesselten Sexualität. Seine neueste Bilderserie, die er in einem Pariser Pop-Up-Store präsentiert, zeigt Polizisten in kriminellen Situationen. Das ist nicht sehr nett, Shohei, zeigt uns aber, dass du auf Uniformen stehst. Ja, aber nicht, wenn nur einer sie trägt. Ich finde uniformierte Gruppen besser. Das ist viel wirkungsvoller. Wie bei Polizisten oder japanischen Schulmädchen zum Beispiel. Aber um ehrlich zu sein, sind mir Schulmädchen dann doch lieber. Für seine Reihe über die Ordnungskräfte verbündet sich Shohei 2013 mit Katsai, Aktivist und Ex-Gitarrist der Reggae-Band Audio Active, der sich seit den 90ern für die Legalisierung von Cannabis einsetzt. Die beiden erstehen für 1.000 Euro eine Polizeiuniform im Netz und veranstalten ein kleines Shooting. Zwei Jahre später hat Shohei aus diesen Fotos 8 hyperrealistische Bilder gezaubert, die Polizisten beim Kiffen zeigen. Um die Anonymität zu wahren, sind allerdings nie ihre Augen zu sehen. Raffiniert. Die japanische Gesellschaft ist sehr hart zu Leuten, die ihre Freiheit ausleben wollen. Als Künstler macht mir das große Sorgen. Ich habe die Polizisten gezeichnet, um diesen repressiven Aspekt der japanischen Gesellschaft zu veranschaulichen. Mithilfe eines Bildes, das in meiner Heimat jeder versteht. Shohei macht an der Tama Art University von Tokio seinen Abschluss in Ölmalerei, entscheidet sich dann aber Anfang der Nullerjahre für den preiswerteren Kugelschreiber als Allzweckwaffe. 2003 beginnt er, grotesk-skurrile Flyer und Cover für Indie-Bands zu illustrieren. Das Geld für die Miete verdient er parallel in einem Schnellimbiss. Seitdem vermischt Shohei in seinen Werken unermüdlich Tradition und Moderne. Der erotische Holzschnitt des 17. Jahrhunderts prallt auf die Bishōjō, den Manga-Idealtyp einer schönen jungen Frau. Und eine Geisha wird in die Cyber-Zukunft gebeamt, ausgestattet mit sämtlichen Symbolen japanischer und westlicher Gegenkulturen. Auf dem linken Arm ist ein Cutter. Er steht für den Hang zum Ritzen, den die extremen Otakus oft zeigen. Das Alien in der Mitte symbolisiert die Anhänger paranormaler Phänomene. Es sitzt auf einem Motorrad, dem Sinnbild der Yankee-Kultur. Und den Tsuki habe ich gezeichnet, weil es in Japan viele Trainspotter gibt. Bei einer Kugelschreiberzeichnung kannst du nichts wegradieren. Also darfst du dir keine Fehler erlauben. Und darin besteht für mich eine der größten Gemeinsamkeiten zwischen Kugelschreibermalerei und Tattoos. Ich habe keine Tattoos, außer dem hier. Das heißt Speed. Speed. Als Antwort auf den stressigen Alltag der Tokioter mit seinen unmenschlichen Arbeitszeiten will Shohei, Kenner der Abgründe seiner Heimatstadt, die verborgenen Facetten Japans veranschaulichen. Shoheis Faszination für Randgruppen erinnert an seinen Vater, den berühmten Zeichner und Regisseur Katsuhiro Otomo. Der Schöpfer des 1988 verfilmten Kultmangas Akira malt in den 80er Jahren eine postapokalyptische Welt voller rebellischer Jugendlicher und desorientierter Mutanten.
Mein Vater und ich, wir sind beide Pessimisten. Aber ihn quält es nicht so wie mich. Seit ich klein bin, verachte ich Leute, die total positiv eingestellt sind. Nachdem seine Werke längst in amerikanischen und australischen Galerien hängen und er für die großen Sportswear-Marken arbeitet, stellt Shohei nun auch in Frankreich seine Polizistenreihe Loop vor. Mit der Unterstützung seines Kumpels Hiroyuki Kasai, alias Katsai. Der mixt bei der Vernissage die 88 Loops vom frisch gepressten Album der beiden jung gebliebenen Straftäter. Wenn ich mich mit meinen Zeichnungen einfach nur über die Polizei lustig machen würde, bekäme ich wahrscheinlich Probleme. Also zeichne ich coole, gut aussehende Polizisten. Und alle lassen mich in Ruhe.